Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Unboxing-Video. Ich habe mir wieder eine PlayStation 2-Sammlung klar gemacht. Und muss ich den Karton, wo muss ich den rummachen? Okay, da sind schon mal welche. Ja, kommen wir auch gleich zum leidigen Thema. Gucken wir uns die Spiele an. Oh, sehr schön eingepackt. Also nichts Verpackungsmaterial. Das ist ja schön nackig da reingepackt. Ja, Wahnsinn. Naja. Tourist Trophy. Ja, das habe ich jetzt denn nochmal. Sehr schön. Super. Dann haben wir hier ein Autorennspiel. Afrika. Sehr schön. Das läuft. Ja. Gran Turismo schon ziemlich angefressen. Da hat er wohl auch noch Frust und harte Hunger. Gran Turismo Prolog. Okay, das sind ja ganz alte Schwarten hier. Oha. Dann haben wir hier WRC3. Okay. Dann haben wir hier Juiced. Wahnsinn. Oh, das Highlight schlechthin. San Andreas. Ich glaub's nicht. Ist ja Wahnsinn. Dann einmal das gute Bassspiel. Da habe ich, kenne ich gar nicht. Dann einmal Def Jam Fight for New York. Sehr schön. Oh, ja, auch das kenne ich. MotoGP. Okay, das ist einmal das. Dann haben wir hier Driver 3. Okay. Na gut. Sehr schön. Was haben wir hier? Battlefield 2 Modern Combat. Alter Walter. Krawalter. Das ist der Getaway. Ich denke, da habe ich auch den zweiten Teil von. Black Monday oder wie das heißt. Kann das sein? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Fast in the Furious 9. Ist ja lustig. Oh, Smugglers Run. Teil 2 aber. Ich habe Teil 1 gesuchtet wie ein Irrer. Wahnsinn. Nochmal Gran Turismo. Okay. Ach, das ist das Konzeptzeichen. Okay. Ja, was geht denn hier ab? Nochmal Gran Turismo. Wahnsinn. Oh, die ganze Gran Turismo-Reihe hier. Wahnsinn. Cool. Dann haben wir hier Midnight Club 3. Ach, Katze. Midnight Club 3. Wahnsinn. Ah, hier ist es. Ja, Wahnsinn. Das ist ja Porno. Ja, das ist einmal so meine PlayStation 2-Sammlung, die ich wieder bei Kleinanzeigen klar gemacht habe. Schönes Ding. Auf jeden Fall viele Spiele, die zusammengehören. Das ist schon mal sehr gut. Muss ich dann noch mal sortieren? Hier habe ich jetzt beide Teile von. Wahnsinn. Ja, wer da so rumschnarcht, zeige ich euch gleich. Das ist meine Katze. Oder unsere Katze. Ja, sind auf jeden Fall schöne Spiele, vor allen Dingen das hier. Boah. Nur leider 16. Ich bin der Meinung, dass das ein 18er oder zumindest ein PEGI-Spiel war. Ja, dann muss ich nochmal gucken. Ich denke, dass das nicht ungekürzt ist. Ich denke, gerade bei Grand Theft Auto, da ist ja immer so die Sache mit dem Ungeschnittenen. So, das war einmal die Sammlung. Und ja. Ja, die kleine Katze. So, das war's einmal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Und dann hören und sehen wir uns in einem neuen Video. Ciao, ciao.